Er ist ein Geschenk des Vaters. Wenn du ihn um Brot bittest, gibt er dir keinen Stein. Wir drehen hier einen christlichen Dokumentarfilm. Ach, wirklich? Ja. Oh, wow. Über den Heiligen Geist. Aha. Auf der ganzen Welt. Hey, hör zu, bevor ihr da oben reingeht, Leute, also, hör zu. Brian, Fieldy und ich, wir würden gern für euch beten, bevor es losgeht. Ganz egal, an was ihr glaubt, einverstanden? Wer Jesus noch nicht in sein Herz gelassen hat, tu es jetzt! Seitdem ich Jesus in meinem Herzen habe, bin ich nicht mehr derselbe. Ich stelle fest, dass sich heutzutage ganz generell in der Kirche eine stille Scheidung vollzogen hat zwischen dem Wort und dem Geist. Mit Jesus zu gehen und vom Heiligen Geist erfüllt zu sein, ist so viel besser als alles andere für Gott zu tun. Besser als jedes Werk, als jede Kunst, denn du wirst selbst zum Kunstwerk, zu seinem Werk. Eins meiner wichtigsten Gebete, dass ich mich für den Rest meines Lebens nicht mehr angegriffen fühle und dass ich ein perfekter Kanal für den Heiligen Geist bin. Was wäre, wenn wir alle gemeinsam einfach sagen würden, okay Gott, kein Schubladendenken mehr, keine Grenzen, wir können das nicht mehr alles beherrschen, unter Kontrolle haben. Wenn wir die Kontrolle komplett an Gott übergeben würden. Klingt unheimlich, aber ich denke, das ist das Leben, zu dem wir bestimmt sind. In diesem Film geht es um Risiko. Das größtmögliche Risiko, das ich als Filmemacher eingehen kann. Ich will einen Film drehen, der komplett vom Heiligen Geist geführt wird. Ohne Plan, ohne Sicherheitsnetz. Nur dorthin gehen, wo er mich hinführt. Das Abenteuer finden und dabei Gott berühmt machen.